Wenn ich an Freiheit denke, dann denke ich als erstes an Unfreiheit, weil ich weiß, dass Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein Gut und vielleicht das wichtigste Gut, für das Menschen bereit sind zu sterben. Freiheit ist das Allerwichtigste im Leben. Freiheit heißt, als Mensch sich nicht zurückhalten zu müssen, was ich denke und was ich sage. Wissenschaftsfreiheit ist weltweit zunehmend unter Druck. Wir beobachten das am meisten natürlich in totalitären Systemen, beispielsweise in China, wo Kolleginnen und Kollegen zunehmend zu leiden haben für Äußerungen, für andere Ansichten. Ich glaube, dass auch Extremismus vor Wissenschaft keinen Halt macht und dass Wissenschaft einen Querschnitt der Gesellschaft abbildet und dass Wissenschaft herangezogen wird, auch um Desinformationskampagnen zu legitimieren. Und genau das gilt es zu delegitimieren. Die Meinungsfreiheit ist etwas, was sehr stark unter Druck ist. Sei es durch Algorithmen, durch Plattformen, sei es durch den Wunsch aus der Politik, aus der Wirtschaft nach klaren, eindeutigen Schwarz-Weiß-Aussagen. Die Erkenntnisse der Wissenschaft müssen in die Gesellschaft einfließen können und die Möglichkeit verbessern, über die Welt nachzudenken, sie zu reflektieren, um sich selbstständig zu entscheiden. Denn je mehr die Menschen wissen, desto schwieriger ist es, sie mit Halbwahrheiten abzuspeisen und dabei eigene, oft egoistische Ziele durchzusetzen. Ich glaube, dass Gedankenfreiheit Mut voraussetzt und dass wir die Diskursräume erweitern und nicht verkleinern müssen. Wir müssen der drohenden Schweigespirale was entgegensetzen. Und in Zeiten, wo Spaltungsdynamiken so viel Raum einnehmen, geht es genau darum, diese zu überwinden und Diskursräume zu erweitern.